Hallöchen und willkommen zurück bei The Evil Within 2. Neue Aufnahmerunde für mich und ich werde mal bloß am Anfang der Aufnahmerunde kurz Hallo sagen und zwischen den Folgen das einfach so cutten. So, Kaffeemaschine war wieder voll, sehr gut, aber wir sind ja auch voll geheilt, denn wir hatten am Ende der letzten Folge unser Leben so ein bisschen erhöht, beziehungsweise von 100 auf 150% gebracht, da hinten im Spiegel. So, immer noch Hauptziel, spüre den Ursprung der Stimme des Mädchens auf. Okay. So, wir gehen mal da hinten hin, denn dort sollten wir, halt, euer Tab, die Abtrünnigen. Das könnten zwei ganz böse Schergen sein, wobei die ja zwei Punkte haben. Einmal dort, da und da. Ach so, das sehe ich jetzt erst. Ne doch, das ist ja die Werkbank. Alles klar, gut. Da lag noch eine Flasche rum, aber die konnten wir, glaube ich, nicht mehr mitnehmen. Ne? Da waren wir schon voll. Okay. Ich glaube, ich blende dieses hier auch dann bald mal aus. W plus E klettern, E aufmachen und so weiter und so fort. Weiß ja nun mittlerweile, was ich drücken muss. Gut. Noch am Weinen, das heißt, sie lebt noch. So, die machst du bitte mal aus. Da blinkt wieder was. Donnerlottchen, rot. Man mit dem Computer da runterkommt, oder? Was? Du kommst nicht mit? Keine Zeit. Ich gehe zur Lackiererei. Vorräte besorgen. Triff mich im Besucherzentrum, wenn du fertig bist. Du weißt, wie man mit dem Computer da runterkommt, oder? Im Besucherzentrum, da waren wir schon drin. Da war aber noch eine Tür verschlossen. Ah, okay. Ich hoffe. Okay. Ich will da nicht einfach so reingehen. Beziehungsweise nicht durch den Haupteingang, aber hier ist... Ah, da ist ein Gitter davor. Da hinten wird schon wieder rumgeschlichen. Da. Na, ja, man sieht nicht viel. Schade. B plus E? Ja. Ach so. So. Hier passiert doch bestimmt gleich was. Mach mal langsam auf. Ich hoffe, ich habe heute bessere Schießkünste am Start als die letzten Folgen. Das war wirklich boah, erbärmlich. Einmal Rauchpulver. War ja klar, dass die sich nicht direkt hier aufhalten, ne? Irgendeine Schublade zum Aufmachen? Nein. Ach, Gott sei Dank. Oh, da bin ich ja froh. Die Toilettenrolle richtig rum aufgehangen. So. Weiter geht's. Danach hatte ich eigentlich Ausschau gehalten, aber Spritzen sind noch voll.
Haben wir noch drei, ne? Drei waren das? Genau. Maximal drei. Drei Spritzen auf der drei. Aber was ist da? Bleibt er liegen? Alter. Was zur... Boah. Alter. Habt ihr einen Knall oder was? Okay. Das finden wir dann wahrscheinlich hinter dem verschlossenen... hinter der verschlossenen Tür im Besucherzentrum. 100 Waffenteile. Okay. Damit hätte ich ja nun nicht gerechnet. Doch, benutzt die ruhig mal. So, er wusste ja, wie man diesen Computer benutzt. Dieser Computer funktioniert noch. Was zur... Okay, das ist irgendein Minispielchen. Doch nicht. Zu Union. Okay, wir haben uns irgendwo hin teleportiert. Das Waffenarsenal. Okay, wir befinden uns da rechts unten. Wir haben jetzt 12 Pflanzen mit. Bin mal gespannt, wann wir die voll haben. Okay, weiter. Ist das nur die eine?
Die verfällt immer mal kurz wieder in diesen Modus zurück. Aber da. Ah, okay. Bewegt sie sich jetzt wieder normal? Sonst hätte ich die jetzt weggeballert. Nein! Unfassbar gut vorbereitet. Okay. Dachte eigentlich mit dem Ermeucheln von hinten, dass die da direkt drauf gehen. Ich brauche eine Schrotflinte. Ich weiß nicht warum, ich bin da wirklich eigentlich nicht so doof, den Kopf zu treffen von den Gegnern, aber irgendwie... Oh. 10. Liegt hier einiges rum. 5. 5. 10. Ich denke mal, da kommt jemand rausgekrabbelt, aber da gegenüber ist wahrscheinlich gleich ein Raum. Der will aufstehen. Jetzt verreck aber. Oder stirbst du auch noch nicht? Doch. Plus 200. Mobius. So. Hier war nichts weiter. Okay. Puh. Also bisher ist das Spiel überhaupt nicht schwer. Es kommt einem nur so vor, wenn sich der Spielende so ein bisschen doof anstellt manchmal. Ah, was ist denn das hier? Defibrillator. Defekte Verteilerkästen können kurzzeitig wieder zum Laufen gebracht werden, indem du einen Schockbolzen mit der Hüterarmbrust drauf abfeuerst. Ah. WS für die Höhe, AD für die Breite. Okay, so anzupassen, dass sie der roten entspricht. Das war gut. Oh nee. Ach, Gott sei Dank. Dachte schon, wir kommen nicht mehr raus.
das Maschinengewehr. Der war doch der defekte. Ja. Sieh an. Die nehme ich. Oh ja. So, da habe ich jetzt die Schrotflinte auf 2. Auf der 4 dann die Armbrust. Auf der 3 nach wie vor die Spritzen und die Flaschen auf der 5. Jawohl. Geil. Hätte ich nicht mitgerechnet. Gleich noch ein bisschen Munition. Ast rein, ey. Sauber. Schade, dass man hier die ganzen, oder zumindest manche Spinde nicht öffnen kann. Ah, okay. Das war bloß die Abkürzung. Na toll. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich... Ich habe nicht so viel Schuss damit. So ein richtiges. Ach nee. Das ist Schießpulver. So direkt mal nachladen, falls ich sie brauche. Kann ich jetzt hier mitfahren? Ha! Schlüssel Nummer 3. Geil! Du verrückte Alte, bleibst liegen. Gut. Na gut. Ja, dann hatte ich ja welche verbraucht. Können wir wieder zurückgehen? Muss ich jetzt hier nochmal irgendwas spielen oder switch das direkt wieder zurück? Ach, es lädt tatsächlich dort rechts oben. Ich dachte, das war vorhin wie so eine Art Minispiel. Oder muss ich jetzt zu dem Baum gehen, damit man mich hier... Keine Ahnung. Gut. Tjo. Okay. Ja, na du. Achso, war doch der Effekt. Ein bisschen komisch finde ich das. Ist natürlich leicht für die Entwickler, so irgendwie zwischen den Orten hin und her zu springen. Ja, an sich eine gute Idee, aber ein bisschen merkwürdig gestaltet, finde ich, dieses Hin- und Herreisen. Na gut, aber ja, ist jetzt nicht weiter schlimm. Nein.
Schurken, ey. Oh, lebt noch. Ey, Dumpfbacke. Da ist ja noch einer. Hey. Toll, sind es jetzt noch mehr? Dass sich die Alte dort verkeilt hat. Okay, gut. Puh, geil, nochmal ein Beil. Super. So, Ast rein. Spitze. Gut. Geht's in den Wald.